Und damit hallihallo und moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute schnorcheln wir nicht, wie so oft, in einem See, sondern in diesem wunderschönen, klaren Bach mit einer einzigartigen Unterwasserwelt und auch einer unglaublichen Fischvielfalt, die ihr später noch zu sehen bekommt. Große Teile seiner Ufer sind mit Schilfgürteln umrandet und an den tieferen Stellen gibt es extrem viele Wasserpflanzen zu finden, die sich hier alle in der Strömung wunderschön bewegen und eben durch die Strömung auch alle in die gleiche Richtung wachsen. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich überhaupt in einem Fließgewässer schnorchle und ich glaube, ich habe mir hier das Richtige ausgesucht. Verschiedene Arten von Tausendblatt, Laichkraut und auch Schleimalgen sind zu finden und auch noch andere Wasserpflanzen, die ich selber gar nicht kenne. Am Rand gibt es auch einige Sandflächen und Sandhügel zu entdecken und an manchen Stellen auch Felsen. Ebenfalls in der Nähe vom Schilf oder bei Algen gibt es fast immer große Fischschwärme zu entdecken, die in der Strömung des Baches fast noch schöner aussehen, als sie es in Seen sowieso schon tun. Auf den vielen Kiesbetten halten sich oft kleine Gruppen von Gründlingen auf. Die sind tatsächlich in Kombination mit der Strömung ziemlich schwer zu filmen, weil sie auch ziemlich oft einfach Haken schlagen oder auch ziemlich schnell wegschwimmen, wenn sie es denn wollen. Tatsächlich waren diese Fische wohl in der Donau für eine Weile verschwunden, aber scheinen zumindest in diesem Bach wieder zurückzukehren. Ebenfalls am Rand, aber diesmal über den Algen, habe ich eine schöne Gruppe mittelgroßer Flussbarsche gefunden. Diese Fische sind sehr oft ziemlich zutraulich und neugierig und dadurch extrem gut zu filmen. Generell waren die meisten Fische in diesem Bach ziemlich kooperativ und ich habe sie gut filmen können. Wie auch diesen kleinen Flussbarsch. Und wie so oft am Rand im Schilf ein kleiner Hecht. Dieser hat so gut stillgehalten und das Wasser war so klar, dass mir mit Abstand die besten Aufnahmen eines Hechts bis jetzt gelungen sind. Auch im tieferen Gewässer gibt es Hechte zu finden, diesmal ein ziemlich großer Hecht, was ich in so einem kleinen Bach gar nicht erwartet hatte. Der hier hat sogar ein Loch in der linken Brustflosse, was wahrscheinlich von früheren Kämpfen stammt. Auch im tieferen Gewässer gibt es einige Döbel zu finden, die hier Größen von bis zu 60 cm erreichen. Man kann sie auch öfters in kleineren Gruppen finden. Die sind natürlich nicht so leicht zu filmen, aber wenn man sich von vorne einfach auf sie zutreiben lässt, kann man doch sehr schöne Aufnahmen hinbekommen.
auch einige große Karpfen konnte ich finden, was mich schon wieder in diesem kleinen, klaren und auch kalten Bach überrascht hat, aber über Karpfen beschwere ich mich natürlich nie. Diese größere Karpfengruppe hat sich im Schilf aufgehalten und es kamen wirklich immer mehr Karpfen dazu. Hier habe ich dann nochmal einen Karpfen gefunden, der tatsächlich einfach im Schilf stak. Aber auch in den tieferen Bereichen kann man Karpfen finden. Dieser sehr hilfreiche Spiegelkarpfen hat mich, weil ich ihn eben verfolgt habe, zu einem großen, überwachsenen Baum gebracht, wo ich dann eine für mich neue Fischart gefunden habe, die sich ausschließlich in Fließgewässern aufhält, was auch der Grund ist, warum ich sie bis jetzt noch nie filmen konnte. Und zwar sind das Barben. Diese Fische erreichen zumindest in diesem Gewässer Größen von locker 80 cm, wenn nicht mehr, sind aber auch die scheuesten Fische und sind auch nicht sonderlich leicht zu filmen, weil sie ziemlich schnell abhauen. Unter diesem Bauwerk konnte ich dann aber eine große Gruppe an Barben finden, die sich da im Dunkeln versteckt hat. Ja, darunter sah es generell ziemlich gruselig aus und ich konnte auch einen großen Hecht finden und eben war noch die Silhouette von einem Döbel zu sehen, also wirklich ein Hotspot für viele Fischarten in diesem Bach. Und jetzt, könnt ihr hier einen Fisch erkennen? Vielleicht ja jetzt, denn hier unter den Algen hat sich ein wirklich großer Aal versteckt. Aber als er dann sich ein bisschen aus seinem Versteck herausgewagt hat, konnte ich doch noch ziemlich schöne Aufnahmen hinbekommen. Dieses Jahr habe ich wohl ziemlich viel Glück mit Aalen, das ist schon vielleicht der vierte Aal, den ich dieses Jahr gefilmt habe und auch mit Abstand der größte. Dieser Aal war locker über 1 Meter groß und auch ziemlich breit. Also wirklich ein riesiger Aal, der, wie gesagt, durch die Strömung und durch sein gutes Versteck ziemlich schwer zu filmen war. Nur wenige Meter weiter habe ich dann noch einen weiteren Aal gefunden, der etwas kleiner war, aber dann auch ziemlich schnell reißaus genommen hat. Also wirklich ein absolut wunderschöner Bach, in dem es auch laut der Person, die mir den Bach empfohlen hat, vielen Dank, Welse geben soll, sowie Forellenarten und bei richtiger Sonneneinstrahlung, also ich glaube weniger Sonneneinstrahlung, auch Huchen. Das ist eine Fischart, die habe ich noch nie gesehen, deshalb freue ich mich, im September wiederzukommen. Das plane ich nämlich schon. Dieser Bach ist nämlich auch in der Nähe von einem Idyll, zu dem ich schon ein Video gemacht habe. Das werde ich jetzt hier hoffentlich irgendwo einblenden. Und damit Tschüssikowski, Schlussimbus und ab Spuau!